Hallo und herzlich willkommen zum 7. Filmfest Bremen, hier bei unseren Studio-Talks in Kooperation mit dem Indie-Film-Talk. Mein Name ist Susanne Braun und ich darf jetzt zwei Gäste begrüßen zu einem sehr humorvollen Film zwischen zwei Vätern, die sich duellieren auf einem Spielplatz. Und das passiert in The Good, The Bad and The Buggy. Und dazu darf ich begrüßen den Regisseur Ole Micha und den Daniel Grave, den wir vor der Kamera sehen durften, der beim Drehbuch mitgeschrieben hat und auch den Produzentenhut mit auf hatte. Richtig? Richtig. Hi, Susanne. Hi. Ihr habt euch überlegt, es müssen sich zwei junge Väter duellieren auf einem Spielplatz. Ihr habt was Humoristisches zusammengepackt mit Western-Elementen. Wie kam es zu der Idee? Die Western-Idee kam ja aus deiner Feder. Und du hast ja definitiv auch den persönlichen Bezug zu dem Elternthema. Magst du das übernehmen? Ja. Also die Grundidee, dass zwei Väter sich duellieren könnten, das war tatsächlich von Daniel zwar. Aber Daniel hatte schon, als er so ja, die erste Fassung des Skripts geschrieben hat, einen Moment drin gehabt, wo stand, die Väter schauen sich an, wie in einem Duell. Und ich dachte, das ist es. So möchte ich das inszenieren. Ich möchte aus dem ganzen Ding einen Western machen, also die Duellnummer wirklich komplett durchziehen, um auch das Ganze natürlich auf eine humorvolle Art zu präsentieren, was mir nämlich als jetzt frisch gebackener Vater, zu der Zeit werdender Vater, natürlich am Herzen lag, weil man kriegt es immer wieder mit, dieser ja, Wettkampf, der zwischen gerade jungen Eltern doch existiert. Und der ist an sich schon albern und bietet natürlich eine gute Vorlage für eine Komödie. Und das habt ihr auch gut ausgeschlachtet. Es gibt die verschiedensten Sachen von erstmal ganz beginnend, das eine Kind lässt sich nicht beruhigen. Und dann hat man natürlich als Elternteil das Gefühl, okay, irgendwas scheine ich nicht richtig zu machen. Oder der andere denkt, ich mache was nicht richtig. Das geht dann aber weiter bis am Ende, wo es dann beginnt mit der wunderbaren Mundharmonika. Und auf einmal kriegen wir mit, okay, das kriegt jetzt nochmal einen ganz anderen Twist. Und hier wird nochmal richtig was aus der Humorschublade auch ausgepackt. Und ihr habt wirklich Überraschungsmomente bis zum Ende euch aufgespart. Wie habt ihr das für euch im Drehbuch entwickelt? Habt ihr da teilweise auch zusammen dran geschrieben oder war das wirklich deine alleinige Feder? Da würde ich dich jetzt mal beantworten. Das war eher meine Feder, aber wir haben schon öfter zusammengearbeitet. Wir sind immer ganz offen und für spontane Ideen und die beste Idee gewinnt. Das ganze Western-Element war ja auch nicht geskriptet, war aber eine tolle Idee. Wie war das genau? Also ich fand die Idee lustig, dass man thematisch so ein toxisches Männlichkeitsthema nimmt von Spielzeugvergleich. Und ich musste denken an zwei Typen, die sich gegenüberstehen mit ihren getunten Autos zum Beispiel und sagen, V8, V12, ja, und protzen, was das Zeug hält, die aber keine coolen getunten Autos haben, sondern das auf einer Ebene machen, die ein bisschen komisch ist. Und deswegen kam diese Idee von, okay, warum sind das nicht zwei Kinderwagen auf dem Spielplatz? Und es ist ja eigentlich, sie nehmen sich viel zu ernst und das hat von vornherein irgendwie Spaß gemacht. Und drehbuchtechnisch kam die Idee tatsächlich daher, dass ich als Schauspieler noch nie vorher an einer deutschen Komödie gearbeitet hatte. Gibt es zu wenig Komödien? Es gibt ja ganz tolle Komödien, aber ich war bisher noch nicht wirklich dabei. Ja. Und ich hatte total Bock, in der Richtung was zu machen. Mhm. Und ich würde sagen, 90% des Drehbuchs entstand an einem Morgen mit dieser Spielplatzidee und das kam so aus der Feder und dann kam das zustande und dann hatte ich das Ole geschickt und Lee Reimers geschickt, der den Sebastian spielt, und dann haben wir ein bisschen Ideen hin und her geworfen und sind dann in dieser Parallelwelt angekommen von, ja, es sind zwei Daddies, die ihre kleine Nische gefunden haben, wo sie ihre Männlichkeit jetzt behaupten können, in diesem Fall auf dem Spielplatz, wer es besser macht, mit dem Genre-Mix von, sie nehmen sich aber so ernst wie zwei Cowboys, die jetzt hier ihr Revier verteidigen.
Und das nehmt ihr auch vollends auf höchstem Niveau auf die Schippe, nämlich indem ihr das auch noch herrlichst untermalt mit einem wunderbaren Soundtrack. Wie seid ihr zu dem gekommen? Oh, der Soundtrack wurde komponiert. Wir haben einen ganz tollen Sounddesigner und Komponisten, den Matthias Lindner aus Berlin. Und der hat ganz, ganz intensiv die Musik von Sergio Leone studiert. Und wir hatten da tolle Telefonate, wo er ganz leidenschaftlich anrief und meinte, also ich habe das so und so, ich habe das studiert. In dem Moment, es wird immer nach dem dritten Akkord, kommt ein Cut und dann geht das wieder in der Totale und der Akkord wird nie aufgelöst, so müssen wir das auch machen. Und er hat ganz filigran. Ja, wirklich ganz, ganz mathematisch ist er da vorgegangen und hat da diese schöne Musik komponiert, die gleichzeitig ja erstmal so klingen sollte, als würde sie live gespielt und dann größer wird. War auch tatsächlich die Idee von Matthias, die Musik so groß aufzuziehen. Unsere Idee war ursprünglich, die ganz subtil zu halten, vielleicht nur einen Kirchturm läuten zu hören. Und dann kam die Idee von Matthias zu sagen, kommt, jetzt machen wir die muss fett sein, genau. Ja, ja. Was im Endeffekt auch eine super Idee war, weil es hätte auch andersrum, glaube ich, gar nicht gepasst, wie wir es zuerst gedacht haben, weil wir sind in der bildlichen Auflösung genauso vorgegangen, dass wir die Filme studiert haben und also die alten Western und angeguckt haben, welche Einstellungen benutzen die genau, welche Brennweiten, wie lange werden die gehalten, um so ein Duell zu erzählen, und haben wirklich versucht, also ich habe da viel gelernt, weil es ja vom Western kann man echt viel lernen, finde ich, um Spannung aufzubauen. Und wenn man schon bildlich so arbeitet, dass man versucht, im Grunde es doch auf eine gewisse Art zu kopieren, um dann die Humorebene nochmal zu steigern, dann ist es ja nur folgerichtig, auch beim Ton das zu machen. Und da war super, dass der Matze das gemacht hat. Ja. Ich finde, dadurch wird halt auch so diese Spannung noch mehr aufgebaut zwischen dieser wirklich sehr auch ernsthaften Musik, die da drunter gelegt wird mit allem, was sie hat, und gleichzeitig aber den Inhalt, den wir sehen, wo wir natürlich dann uns viel leichter auch in das Lachen direkt hineinfallen lassen können. Generell Humor zu inszenieren ist ja unfassbar schwer, und man ist dann vor Ort am Set und arbeitet mit den Schauspielern. In dem Falle warst du ja auch noch die Person, die das mitgeschrieben hat. Wie hat das funktioniert? Wie habt ihr das vor Ort geprobt und dann eben vor der Kamera erstellt? Wir haben es tatsächlich einmal komplett geprobt alles, ohne Kamera oder dann auch mit einer Kameraprobe, aber an einem ganz anderen Tag. Und wir wussten, dass wir generell wenig Zeit haben, das zu drehen, weil wir haben ja auf dem Spielplatz gedreht und da gab es nur gewisse Zeiträume, bevor die Kinder kommen natürlich, indem man das machen kann. Klar. Und das heißt, wir mussten schnell arbeiten. Es war also komplett aufgelöst, weil wir es durch die Proben wusste ich, wie die Schauspieler einigermaßen sich verhalten werden, und konnte wirklich die Einstellungen alle genau festlegen. Und vor Ort war mir das Wichtigste, ich finde mal bei Komödie ist mir das Wichtigste, dass die Rollen einfach ernst genommen werden. Ich finde nichts langweiliger, als wenn ein Schauspieler lustig sein oder lustig spielen will. Und mir war wichtig, je ernster die sich nehmen, umso absurder ist die Ebene. Und ich hoffe, das haben wir geschafft. Ich hab mehrmals gelacht in dieser sehr kurzen Zeit von diesen 3 Minuten, wo alles an geballter Ladung von Humor drinne steckt. Wie bereitest du dich als Schauspieler darauf vor, wenn es um Humor geht? Jetzt haben wir gerade schon gehört, man muss die Rolle ernst nehmen. Hast du für dich eine gewisse Technik? Weil es ist ja dann manchmal vielleicht auch urkomisch, wie man sich dann auch wieder zurücknimmt, um wieder genau in der Rolle zu sein, diesen Take nochmal zu machen. Hast du für dich ein gewisses Ritual? Ich habe kein Programm, das ich safe jedes Mal abspielen kann, das für jedes Projekt funktioniert. Es beginnt immer irgendwo mit einer gewissen Form von Skriptanalyse, mit Sicherheit, einem gewissen Verständnis. Okay, was ist meine Funktion hier? Was passiert? Wo sind Veränderungen in der Szene? Klar. Und die Figurenentwicklung sowieso, was mir am meisten Spaß macht, und ich glaube, wo wir auch am besten Arbeit zusammen machen, ist aber, wenn diese ganze Vorbereitung da ist und wir uns dann sicher fühlen, vor Ort einfach komplett frei loszulassen und zu spielen und zu improvisieren und zu schauen, ganz frei zu gucken, was für Impulse kommen raus. Und das ist ganz toll, wenn du dich da schauspielerisch richtig frei fallen lassen kannst und
ohne zu sehr drüber nachzudenken, wo muss die Reise hingehen, frei praktisch ohne Filter rauslässt, was kommst, solange du eine Regie hast, auf die du dich verlassen kannst, die dich dann zurückholt, wenn du plötzlich im falschen Film bist, oder die dich führt, das ist vielleicht zu viel oder das ist nicht der richtige Ton, dass es am Ende dann zusammenpasst. So sind viele Sachen entstanden. Dieser Moment am Anfang, wo meine Figur Steffen sich mit dem Kopf in dem Kinderwagen versteckt, das haben wir zum Beispiel so nie gesehen vorher. Das war eine dieser Sachen, die aus dem Moment durch Rumalbern entstanden ist. Und dann haben wir gesagt, cool, nehmen wir, bauen wir drauf auf. Also einfach auch das, was ihr auch als Team schon habt, da sich auch aufeinander einlassen zu können, vertrauen zu können, ein bisschen Raum zu haben, auch für Dinge, die im Moment passieren, höre ich daraus. Total. Aber trotzdem auch dem Skript vertrauen, was man ja eben, wie ich bei euch raushöre, eben auch gemeinsam in irgendeiner Form erarbeitet hat oder zumindest sich da immer den Ball hin und her gespielt hat. Hier, schau mal, so sieht das Drehbuch jetzt gerade aus. Was denkst du? Also, dass hier auch einfach schon bei euch eine lange Historie dahinter steckt, wie ihr jetzt auch die Projekte gemeinsam angeht. Eine letzte Frage habe ich noch bezüglich des Films. Also dieser Spielplatz ist ja wirklich gemacht für euer Setting. Habt ihr danach jetzt einfach super lange gesucht oder ist eigentlich der Spielplatz sogar als allererstes da gewesen, bevor die Idee kam? Der Spielplatz war nicht zuerst da. Also die Idee spielte von vornherein auf einem Spielplatz. Oder? Ich Ja, doch, glaube. doch, doch. Und dann haben wir klassisch gesucht. Es gibt in Delmenhorst einen Spielplatz, der passend gewesen wäre. Es gibt einen in Wien und es gibt zwei in Berlin. Googelt man da Westernspielplatz? Tatsächlich, Ja. ja. Ja? Ist doch vollkommen normal. Okay. Man muss auch viel googeln, mehr als nur die erste Seite sozusagen durchschauen, weil man kriegt ganz, ja, Entschuldigung. Genau, man kriegt ganz viele Ergebnisse natürlich und dann kriegt man aber nicht immer den Ort dazu und so. Das ist ein bisschen Recherchearbeit. Aber schlussendlich haben wir dann in Lankwitz, war das, ne? Berlin-Lankwitz, einen Spielplatz gefunden. Es hätte auch noch einen mehr im Zentrum gegeben, aber da war von vornherein klar, das wird ein bisschen schwieriger da zu drehen. Da war alles ein bisschen enger und auch einfach mehr Menschen da. Also es wäre schwieriger von der Atmosphäre her gewesen. Und der in Lankwitz, ja, der war tatsächlich so und das passte einfach wie Faust aufs Auge, ne? Manchmal passen die Settings Ja. einfach und in eurem Fall war das so. Wie sieht es mit einem der nächsten Projekte vielleicht aus, die in der Pipeline sind? Seid ihr beide getrennt an Projekten unterwegs? Wird es wieder ein gemeinsames Projekt im Western-Stil geben? Wo seid ihr gerade unterwegs? Ich arbeite gerade an einem Kurzfilm, der heißt Hope and Glory. Das ist ein Mad Max-Kurzfilm, der super Spaß macht, der produziert wird von Adrian Martin von Paralight Works und von Erik van Schoor. Das ist ein freier Storyboard-Künstler aus Berlin. Und die stemmen gerade beide dieses riesengroße, selbstfinanzierte Mad Max-Indie-Projekt aus dem Boden. Und das macht so wahnsinnig Spaß, daran zu arbeiten, weil einmal die Figur von Max total spannend ist und das Szenenbild und Kostümbild so unfassbar aufwendig ist. Und das drehen wir noch bis einschließlich Sommer 2022. Gerade in Berlin Theater gespielt. Und mal schauen, ob und wie wir zusammenkommen nochmal. Ich gehe davon aus. Nein. Doch, hundertprozentig. Du hast keine Wahl. Nee, also auf jeden Fall. Da werden noch Sachen kommen. Aber jetzt gerade bin ich gerade erstmal frischer Papa und habe da eine Hauptaufgabe drin und habe aber ein paar Sachen noch in der Schublade, die ich auf jeden Fall noch machen möchte. Und da wird Daniel nicht drum rumkommen, denke ich mal. Dann wünsche ich euch mit den beiden Projekten, Lebensprojekt und jetzt das aktuelle Teillebensprojekt mit dem aktuellen Filmprojekt zu Hope and Glory ganz viel Erfolg und freue mich wieder, was von euch zu hören und zu sehen und freue mich sehr, dass ihr hier mit mir im Gespräch gewesen seid. Danke euch. Danke dir. Danke dir. Und falls ihr diesen Kurzfilm natürlich auch sehen möchtet, den ich euch sehr ans Herz legen kann, dann könnt ihr das tun auf dem Filmfest Bremen in der Kategorie Humor und Satire natürlich. Und ansonsten könnt ihr das Ganze auch online sehen bis zum 1. Mai.